Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und heute habe ich für euch die Replays zu meinem Adamancipator Deck Profile. Wir gucken uns an, wie wir gegen Meta-Deck spielen, wie wir durch Handtraps durchspielen, wie wir Going Second krasse Boards brechen, denn all das kann dieses wunderbare Deck, das ich sehr, 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 sehr gerne spiele. Und ich will gar nicht lange drum rumlabern, ich würde einfach sagen, lasst mir gerne Like, Kommentar und Abo da, würde mich extrem freuen und lasst uns mal direkt in die Replays reinspringen. Los geht's! So Leute, hier haben wir jetzt das erste Duell gegen Sword Soul. Wir dürfen First gehen, was sehr gut ist, aber er hat zwei Effekt-Wähler, was gegen die meisten Decks, die halt Effekte auf dem Feld aktivieren wollen, der Game-Ender wäre. Aber ich lasse einfach mal laufen und zeige euch, wie das bei uns nicht der Game-Ender ist. Natürlich haben wir auch eine ganz gute Hand gezogen, dadurch, dass wir alle drei Adamancipator-Monster gezogen haben, was sehr geil ist. Aber wir hätten gar nicht alle drei ziehen müssen, zwei hätten gereicht, um durch zwei Handtraps durchzuspielen. Und ja, er hat jetzt beide Effektwähler schon benutzt und wir können hier jetzt munter weiterspielen. Selbst wenn wir jetzt nichts aufgedeckt hätten mit ihm hier, mit dem Seeker, hätten wir schon unsere Extra-Deck-Lock-Combo gehabt mit Scythe plus eine Omni-Negation und Impermanence. Also das wäre schon mega gut gewesen. Wir haben aber was aufgedeckt und deswegen können wir weiterspielen und können noch mehr machen, was natürlich auch super geil ist. Stand jetzt hat er noch nichts, was unsere Combo irgendwie gefährden könnte. Weil er könnte zwar ihn rufen, aber wenn er nicht zum Extra-Deck rufen kann, bringt ihm das auch nichts. Er kann ihn hier auch nicht weglinken, wenn unsere Combo durchgeht natürlich, ne? Weil das muss man natürlich bedenken, dass er noch eine Karte zieht und wir das ja nur in der Main Phase machen können. Und er kann natürlich mit zwei Karten ziehen. Ja, wir haben jetzt da noch gute Karten aufgedeckt, können jetzt noch einen Crystal Wing machen und ja, enden jetzt tatsächlich mit einer Impermanence unserer Sense, die wir mit ihm bzw. mit der Wundermagierin noch schießen werden. Und im Crystal Wing Synchro-Drachen mega gut. Follow-up für den nächsten Zug. Einfach ultra geil. Und ja, er zieht Caught by the Grave. Und Caught by the Grave ist tatsächlich die beste Karte, die er in der Situation ziehen konnte, weil er jetzt tatsächlich unsere Sense verbannen und annullieren kann. Und dadurch kriegen wir halt den Extra-Deck-Lock nicht hin, was sehr schade ist. Und er kann weiterspielen, zieht eine Imper, was halt für ihn auch ganz gut ist. Ich glaube, natürlich wäre eine gute Normal-Summon für ihn noch besser gewesen, aber so kriegt er trotzdem ein gutes Extra-Deck-Monster hin. Er hätte auch Baroness machen können, aber das hätte ihm nicht so viel gebracht, weil er wusste, okay, Battleface hat er nicht mehr, er hätte noch was schießen können und eine Annullierung hätte eh nicht mehr so viel gebracht, von daher das Ding war jetzt auch quasi durch, weil das Monster, was er hat, bringt ihm nichts, weil wir es jetzt einfach auf die Hand zurückgeben können. Beziehungsweise in dem Fall ins Extra-Deck zurückmischen. Und ja, wir können noch einen Normal-Summon machen. Und ja, hier sieht er dann auch, jo, das Ding ist vorbei. Und ja, Leute, durch zwei Handtraps durchgespielt. Und obwohl unser Scythe-Lock sogar verhindert wurde und er ja so mehr oder weniger unser Board gebrochen hat, haben wir dieses Duell trotzdem komplett entspannt gewonnen. Und ja, sehr gut. Und ich würde sagen, wir gucken uns auch mal direkt das nächste Duell gegen ein anderes Meta-Deck an. So Leute, das nächste Duell hier ist gegen Tierlaments. Ja, mega krasses Deck. Ich habe wirklich ein bisschen Schiss davor, wie das wird, wenn das bei uns kommt. Gerade wenn dann die Ishizu-Karten noch irgendwann rauskommen. Aber auch so wird das schon echt ein gutes Deck, was viele Leute dann wahrscheinlich irgendwie auch mit Despion zu spielen werden. Ich bin sehr gespannt. Tatsächlich darf unser Gegner First gehen, hat aber glaube ich nicht die geilste Hand. Ich glaube, wenn sein Monster hier der Effekt durchkommt, kann er alles machen. Aber wir haben eine Imperm. Und bei einem Deck wie Tierlaments würde ich immer empfehlen, relativ früh Sachen zu verhindern, ist tatsächlich auch ähnlich wie bei dem Deck hier, weil man dann einfach, ja, wenn die, bei denen gehen die Kombos halt los, wenn die viel in den Grave kriegen und so, und wenn man es halt schon verhindert, dass sie überhaupt was in den Friedhof kriegen, dann, ja, ist das auf jeden Fall schon eine gute Sache. Wir haben jetzt auch schon wieder hier zwei Annullierungen abbekommen, aber es ist relativ egal, weil wir haben noch eine weitere Normal Summon und, ich glaube, wir haben sogar immer noch einen Normal Summon, weil wir durch unser Hidden Jewel Beast oder Hidden Jewel of the Hydrosphere noch einen Normal bekommen haben und wir haben noch keine weitere gemacht, meine ich. Und ja, es ist einfach wirklich, wirklich cool, weil wir wissen nicht, was das ist, aber die hat er resettet, also wir wissen, die macht nichts und er scheint keine Handtrap zu haben. Wir haben jetzt schon eine Zauber- und Fallen-Annullierung, jetzt eine Monster-Annullierung. Wir können jetzt gleich sehr viel, was er auf dem Feld hat, einfach auf seine Hand zurückgeben, was halt auch echt cool ist. Wir haben noch ein Monster gezogen. Ja, und jetzt
gucken wir uns mal an, was wir so aufdecken, wie viel zurückgeben können. Und ja, tatsächlich drei Karten. Und wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt, hier hatte ich noch Nibiru drin. Das war, weil ich auch ein bisschen rumprobiert habe, habe ich auch gesagt, das war aber die einzige Karte, die sich im Deck von unterscheidet. Und ja, dann gibt er auf, weil das auch wirklich nicht gut für ihn aussah. Vor allem, weil wir für den nächsten Zug auch eine Zauberannullierung, eine Monsterannullierung gehabt hätten. Ja Leute, sehr, sehr geil. Nächstes Metadeck weggemacht. Natürlich hat er auch nicht die geilste Hand. Hätte er irgendwie mehrere Extender gehabt, hätten wir das ziemlich wahrscheinlich nicht gewonnen. So. Aber er hatte ein Monster, was oder so die Field Spell, und dadurch hätte er wahrscheinlich alles hinbekommen. Und eine Imper. Das hilft. So, das nächste Duell, was wir spielen, ist gegen Flu Wanderese. Und ich finde das Deck ja auch mega. Und auch vor allem, weil sie diese Karte spielen können. Die Shifter. Wenn der D-Shifter gegen uns durchgeht, dann können wir auch nicht wirklich viel machen, weil der Friedhof ist für uns jetzt nicht so ultra wichtig, aber allein dadurch, dass er das für zwei Züge der Friedhof nicht da ist, können wir den Extra-Deck-Lock nicht machen und so, auch wenn das gegen ihn hier eh nichts gebracht hätte. Aber deswegen ist der Guardian so unfassbar gut, vor allem Guardian in Kombination mit Elemancipator Researcher. Wir dürfen First gehen und können direkt mit ihm anfangen, und jetzt will er den D-Shifter benutzen. Ich annulliere den D-Shifter, was für uns ultra wichtig war. Wir kriegen noch Kouaki Mairu Supplier getriggert und können jetzt normal weiterspielen, er hat keine Handtraps mehr. Und das Ding ist, weil er D-Shifter spielt und ich mir gedacht habe, okay, welche Decks spielen D-Shifter? Also, die meisten Decks, die D-Shifter spielen, sind halt Flu Wanderese einfach, und deswegen dachte ich mir, okay, ich versuche gar nicht auf den Extra-Deck-Lock zu gehen, weil ich gar nicht weiß, wie viel es bringt. Und wir haben jetzt zwei Monster-Annullierungen und eine Ash, und natürlich können wir seinen Effekt trotzdem benutzen, und weil wir über ihn ja auch zu unserem Formula-Synchron gehen können, können wir damit dann noch immer noch eine weitere Annullierung, also entweder ein Crystal Wing oder eine Spell-Trap-Annullierung machen, weil wir haben ja das Wassermonster im Friedhof. Deswegen dachte ich mir, ich mache es lieber so, falls wirklich Flu Wanderese ist, weil hätte ich jetzt Ressourcen verschwendet für den Extra-Deck-Lock, wäre es unnötig. Da hätten wir dann auch eine Omni-Negation gehabt, aber ja, das hätte nichts gebracht. Er gibt aber instant auf, weil er auch gesehen hat, was passieren würde. Er hätte Rubina gerufen, hätte ich annulliert, und er hätte keinen Extender gehabt, nichts. Von daher wäre es dann egal gewesen, und so haben wir auch dieses Duell für uns entscheiden können. So Leute, jetzt haben wir als letztes noch ein Duell, weil viele wahrscheinlich sagen würden, ja okay, du zeigst jetzt nur Going First Duelle oder wenn der Gegner nicht so geil gezogen hat, wie bei Tier Elements zum Beispiel. So, wir gucken uns jetzt mal ein Duell an, wo wir gegen Etignista spielen. Etignista kann ein echt krasses Unaffected Bossmonster hinlegen und Interruptions machen. Und ja, wir haben nichts, um ihn zu interruption. Droplets ist gegen ihn quasi eine komplett tote Karte, weil sein Bossmonster eh unaffected ist. Und ja, er spielt wirklich die Variante, wo er nicht nur das Bossmonster mit 4000 macht, sondern komplett eskaliert alles macht. Und er wird am Ende, das kann ich schon mal spoilern, das Bossmonster mit 6000 Angriff auf dem Feld haben, was komplett unberührt von jeglicher Art von Karteneffekten ist. Also ohne Kaijus, schwierig was dagegen zu machen. Es sei denn, man spielt Emancipator und spielt Boreal Sword Dragon, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Wir sehen auf jeden Fall, wie er hier gut abkombot, noch ihn hier macht, also den Windpicker. Also das heißt, selbst wenn wir jetzt was bei ihm zerstören, kann er was von uns ins Deck zurückmischen, was halt auch schon echt ärgerlich ist. Und ja, wir gucken uns kurz mal an, was er hat. Das Bossmonster, unaffected, 6000 Angriff. Droplet, was echt eine starke Karte ist, so, weil es immer noch wie eine Imperm ist, also eine Interruption in unserem Zug einfach. Wenn er den hier irgendwie auf den Friedhof kriegt, und ich glaube, das kriegt er, dann hat er auch noch einen Schuss, beziehungsweise eine Annullierung ist das Ding, glaube ich. Ja, ist eine Annullierung. Was machen wir? So, wir rufen jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Monster, haben noch keine Normal Summon gemacht und versuchen erstmal ein bisschen zu gucken, okay, was hat er da? Weil ich weiß ja nicht, ob er da eine Droplet oder so liegen hat. Und ihr seht, es ist bitter, wir haben mit ihm nicht mal was aufgedeckt. Und ich glaube, jetzt wollte er die Droplet halt schnell rausballern, weil er dachte, okay, mehr wird er da nicht machen können. Aber wir hatten halt noch keine Normal Summon und deswegen war das vielleicht nicht der beste Move von ihm. Und ja, jetzt können wir ein bisschen spielen, sage ich mal. Hätten wir jetzt das Link 5 Monster, also die Goddess of the Underworld, hätten wir ihn auch noch weglinken können. Ist für solche Fälle echt gut. Aber ich spiele hier tatsächlich den Boreal Sword Dragon, einfach weil ich mit dem auch sehr zufrieden bin. Aber da könnt ihr wirklich variieren, wie ihr wollt. Gerade gegen so ein Deck wie Etignista ist das manchmal, glaube ich, besser, so ein Ding zu haben.
Aber ja, wir können hier kommen und ich habe jetzt ihn gemacht, weil ich wusste, okay, wenn er die, also wenn er den Windpegasus im Friedhof aktiviert, will ich nicht, dass er Boral Sword irgendwie wegmischen kann oder so. Beziehungsweise, ja, damit wir halt irgendwas annullieren können. So, jetzt können wir hier noch was zurückholen, machen ihn. Und ich hätte jetzt eigentlich seinen Effekt noch aktivieren sollen, um noch Sachen zurückzugeben. Das war ein bisschen unnötig, dass er das nicht gemacht hat. Aber, ja, Boral Sword ist auf die gleiche Angriffszahl gekommen wie er. Und er hat tatsächlich noch einen Boral Sword durch ihn zurückgemischt, was ich nicht so ganz verstehe. Deswegen habe ich das auch nicht annulliert, weil ich mir dachte, okay. Wobei, nee, ich habe, glaube ich, schon vorher was annulliert. Sorry. Aber ist auch relativ egal. Ich bin gerade selbst ein bisschen verwirrt, weil hier alles sehr schnell ging. Aber in dem Duell habe ich mich gewundert, okay, dass er den Boral Sword zurückmischt. Aber ist in Ordnung. Und das Ding ist halt, wir hatten jetzt eine Zauberfallen-Annullierung, eine Monster-Annullierung und Droplet. Er hat quasi schon ein halbes Extra-Deck verbraucht. Und ja, sah sehr gut für uns aus. Und hier habt ihr dann auch gesehen, dass dieses Deck auch durch ein echt krasses Board durchspielen kann. Und hätte der Gegner halt Annullierung gehabt, wie vielleicht manche sagen, ja, hätte er jetzt Annullierung, was hätten wir dann gemacht? Ja, wir hatten halt Droplet. Das heißt, wir hätten da auch wirklich schön was machen können. Und ja, Adamantipater, einfach bestes Deck. Yo Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich glaube, man hat sehr gut gesehen, dass Adamantipater einfach ein Deck ist mit enorm viel Potenzial. Und natürlich ist es kein Meta-Deck so, ne? Aber es ist wirklich consistent, es ist wirklich stark, es kann gut Boards brechen, es kann gut First gehen, man kann sehr viele Going Second Karten spielen, was auch wichtig ist heutzutage und deswegen einfach ein sehr geiles Deck und gerade wenn ihr auf Locals oder auf kleineren Turnieren oder mit Freunden irgendwie mal ein anderes Deck auspacken wollt, als irgendwie Despia, Sword Soul oder Flunderies oder so, dann ist das ein sehr, sehr gutes Deck dafür und ja Leute, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und lasst mir gerne Like, Kommentar und Abo da, das würde mich extrem freuen und ich hoffe, dass ich euch auch beim nächsten Mal wiedersehe, da geht es dann um Drag Unity und ja Leute, bis dann, euer Francis Gaming.